die zeitintensivste Tätigkeit. Scheißding. Steht mir da im Weg rum. Was soll das? Okay, die zeitintensivste Tätigkeit ist letztendlich der Vertrieb, die Akquise. Ja. Warum? Weil es Unterbrechungsmarketing ist. Ja. Also. Und es ist ja auch so, wenn du quasi proaktiv, also Push-Werbung schaltest, ja, auf YouTube oder auf Facebook, ist es ja auch erstmal so, dass du dort fleißig schaltest, erstmal tagelang, wochenlang, je nachdem welches Budget, Tagesbudget du hast, bis dann endlich mal die KI oder die Algorithmen dann so weit sind, dass du dort letztendlich konstant Leads generierst im Idealfall. Ja? Und bis dahin vergeht ja auch eine Menge Zeit, beziehungsweise Budget, was du nicht an Zeit hast, wirst du an Geld einkaufen, die Zeit. Ne? Da ist es letztendlich so, desto mehr Budget du hast, desto mehr Zeit kannst du damit einkaufen. Ja? Ist ja klar, weil du schneller Daten sammeln kannst, wenn du 100 Euro am Tag ausgibst oder 1000, als wenn du nur 10 Euro ausgibst. Ja? Und das Gleiche gilt ja letztendlich auch im Offline. Also letztendlich, du kannst ja auch gleichzeitig 16 Telesales da hinsetzen und auf einen Schlag einkaufen, wenn du das Geld dafür hast. Ja? Ja, das sind wir schon im sechsstelligen Bereich im Monat. Und dann kannst du die da hinsetzen und dann können die auch schneller Leads generieren, wenn die alle gleichzeitig Unterbrechungsmarketing machen für dich, als wenn du halt nur 2-3 Stunden nicht hinsetzt selber und das eben selber machst, ist ja auch klar. Okay, so, damit habe ich den Aktionsplan-Videoserie hier mal abgeschlossen und ich hoffe, ihr habt dir weitergeholfen. Hol bei uns einen Termin, ja, können wir ein bisschen mehr, noch detaillierter darüber sprechen und ganz wichtig ist halt, dass du irgendwann diese Pipeline aufbaust, weil mit den richtigen Systemen hast du dann eigentlich immer irgendwann Futter, ja, wenn du zum Mal, du kannst dann sozusagen diese Achterbahn, also mal wieder voll beschäftigt zu sein, dann wieder mal gar nichts zu haben, die halt einfach glätten. Und das ist erstmal die erste Aufgabe, die du als Selbstständiger überhaupt hast, ja, weil in Deutschland ganz besonders, du hast irgendwie Versicherungspflicht, ja, irgendwie hunderte, teilweise 1000 Euro Krankenkasse und Miete und allen möglichen Scheißdreck, ja, den du halt quasi ständig als Fixkosten hast, ja, und das ist halt total unschön, wenn du halt jedes Monat also quasi diese Wellen hast, dann hast du wieder ein Projekt für 3 Monate, bist wieder beschäftigt, dann hast du wieder einen Monat gar nichts, musst wieder Akquise machen, ja, in dem Monat zahlst du aber fett die Krankenkasse, fett das, musst du die Krankenkasse wieder anrufen, hey, könnt ihr mich mal runtersetzen, ne? Diesen Monat schaut es irgendwie blöd aus oder so. Ja? Also, das heißt, du willst also diesen Rollercoaster der Selbstständigkeit, den du am Anfang halt hast, möglichst glätten, ja? Aus dem Weg schaffen, wirst du ihn vielleicht nicht ganz können, aber auch sagen wir mal, möglichst schnell quasi überwinden. Ja? Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Happy Hunting, dein Thomas Klein. Ich sehe dich in der Strategie-Session. Bis dahin, ciao.